Willkommen bei Underdog Games. Bei mir auf diesem Kanal geht es um Automations-, Survival- und Open-World-Spiele. Tipps und Tricks, Guides, Let's Plays und so weiter. Wenn dir das Video gefällt, lass mir bitte ein Like da und wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest, gerne auch ein Abo. Wir gehen auf den zweiten Raubzug. Ich bin sehr gespannt. Das Ding ist, bei einem Let's Play und man dann in so einem harten Tutorial gefangen ist, das nimmt mir viel Freiraum. Viel Freiraum für Quatsch, für Spaß, für sonstige Dinge, was nicht an dem Spiel liegt. Also das Spiel, Gameplay-mäßig, butterweich, total smooth, angenehm zu laufen, angenehm zu rennen, zu schleichen, ist wirklich eine tolle Sache. Aber mir fehlt so ein bisschen der Freiraum, dass ich machen kann, was ich möchte. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich steige jetzt ins Auto ein, wir fahren in die Stadt und wir machen einfach mal was. Einfach mal so. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Bestimmt nichts Gutes, aber wir machen jetzt einfach mal einen Bruch. Und wir gucken einfach mal, was los ist. So. Klar, jeder neue Gegenstand, den ich stehle, bringt 10-mal mehr, haben wir gelernt. Das ist okay. Was auch gut ist, dass man so Sets klaut. Ne? Also solche Toaster, Mixer, was weiß ich was. Gibt ja das Küchenset. Das können wir dann bei dem Pseudo-Handel da im Internet verkaufen. So, jetzt gucken wir doch mal hier. Das ist das Haus 101. Okay. Es hat gespeichert. Das ist schon mal gut. Das ist ein Auto. Das ist doof, wenn ich jetzt... Alter, was macht denn ihr hier? Okay, ich fahre ja weg. Ich fahre ja weg. Ja, ist das wachsamer Nachbar oder was? Hilfe! Ich fahre weg. Entschuldigung. Komm nicht mehr vor. Will man keine Aufmerksamkeit machen, macht er erstmal einen Unfall. So, also. Rucksack ist leer. Wir haben noch 2 Dollar einstecken. Wir haben aber eine Kamera gekauft, setzen mal. Wir gehen mal gucken, ob wir die Kamera hier platzieren können. Können wir? Und jetzt läuft wohl die Zeit, wo das Ding observiert wird. Bedeutet, wir fahren jetzt nach Hause, legen uns in unser Bett, kommen morgen die gleiche Zeit wieder. Morgen um 13 Uhr bin ich wieder da. Dadum. So. Also ein bisschen was machen, was uns hier... Ich möchte ins Versteck. Ja, wir haben ja letztes Mal alles im Tier mit einem Leckerbissen. Aha, die beste Vorgehensweise ist, das Tier mit einem Leckerbissen wegzulocken. Vorhin habe ich das erste Mal, oder in der letzten Folge, habe ich den ersten Teil gelesen, weil der Text so schnell verschwindet. Jetzt habe ich den zweiten Teil gelesen. Haben wir Post, Rechnung? Nein, haben wir nicht. Okay, nicht so realistisch. Nein, mal im Ernst. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir jetzt zurückkommen. Wenn wir also quasi unser Schläfchen machen. Aha, jetzt sehen wir mal, wie wir aussehen. Ich möchte bis um 13 Uhr schlafen. Ist ja ziemlich typisch, ich schlafe mal 24 Stunden am Stück. Aber in dem Fall ist die Mechanik natürlich super, weil wenn wir zu gewissen Zeiten irgendwo sein müssen, will ich nicht ewig da rumstehen müssen. Außerdem kann ich immer was trinken, heimlich, dass es keiner mitkriegt. So, raus hier und ab geht's zur Kamera. Ich bin gespannt, welche Informationen die Kamera jetzt gesammelt hat. Haus 101. Und dann mal sehen, was wir da drin machen können. Wenn wir nämlich wissen, dass der jetzt nicht da ist, dass der erst heute Abend um 5 Uhr wiederkommt, können wir direkt einbrechen und können was klauen. Wäre ja nicht schlecht. So. Oh, da ist jemand. Den überfahren wir jetzt natürlich mal nicht. La 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 la, hallo. Oh, was ist das Ding? Residenz im Prolog nicht verfügbar. Okay. Die Residenz ist nicht verfügbar. Ist natürlich dumm. Routine des Mieters kennengelernt. Gucken wir mal nach. Notizen. 1-0. Na toll. 1-0-1 haben wir nicht drin. Ich würde sagen, dann gucken wir mal nach einem anderen. Die 1-0-3 haben wir ja schon mal angefangen auszuspielen. Da waren wir uns aber hier nicht ganz sicher, was da los ist. Also wir fahren mal zu 1-0-3 und machen das gleiche in grün. Gucken mal, was wir da hätten. Überall die Kamerazeichen oben drauf. So. Dann machen wir das nochmal hier. Ob wir dann mehr sehen. Ne? Mir geht es darum, sehen wir mehr von dem... Scheiße. Ja, wir sehen mehr. Wir sehen den Taser. Checkpoint laden. Okay. Scheiße, hat es gesehen. Das ist ja assi. Okay, vielleicht müssen wir erst rumfahren, die ganzen Schilder wegmachen, dass wir nicht mehr gesucht werden. Krankheitsverlauf. Wenn du das Gefühl hast, dass du feststeckst, geh nach...
Wenn du das Gefühl hast, dass du zu langsam liest, geh nochmal in die Schule. Ist vielleicht besser. Oder mein Rechner ist einfach zu schnell, dass er es zu schnell lädt. So, wir schauen mal, wo hier überall Schilder von mir hängen. Die müssen weg. Haben wir ja gelernt. Schilder. Bin ich mir zu klein? Ich bin ziemlich klein, gell? So. Ein Schildchen. Fahr mal die Gegend hier ab. Hängt da ein Schild an der Wand? Nee. Wachsamer Polizist schleicht hier durch die Gegend. Habe ich ja grundsätzlich nichts dagegen. Aber nett, wenn er mich sucht. Ein Geldautomat. Hacker-Tool. Hammer nett. Wäre ja auch cool, ne, wenn wir das aufhacken könnten. Können wir bestimmt auch, aber wir haben es halt nicht. Es ist ein typischer Fall von Unfähigkeit. Ne? Ich bin unfähig, Dinge zu stehlen. Und der Dings ist auch hier natürlich ziemlich scheiße, der Polizist, dass der hier rumläuft. Der Ingame-Polizist, möchte ich dazu sagen. Denn das ist echt ein Problem, muss ich sagen. Wirklich, das gefällt mir nicht. Gut, wir gucken nochmal hier. Ah, da ist noch eine Bushaltestelle. Oh, hier werden die Häuser natürlich immer schöner. Hier hängt gar kein Zettel von mir. Oder hing der außen dran? Hing er außen? Nee. Cupcakes. Dumm, dass die Kamera nicht funktioniert hat in dem einen Haus. Das war ja bescheuert. So, okay. Also, es gibt genug Häuser, aber die sind halt eben im Prolog nicht verfügbar. Klar. Es sind nur 4 Stück wohl um die Baustelle. Dann machen wir das Ganze mit dem Scannen der Zeit nochmal bei 1.03. Das ist ja sowieso das Quest. Aber scannen es mal mit der Kamera. Die Kamera ist positioniert. Wir fahren nach Hause und kommen morgen wieder so gegen 2 Uhr, würde ich sagen. Weitere Schilder sehe ich keine. Vielleicht ist morgen noch der Polizist weg. Der geht quasi nach Hause, geht schlafen, steht wieder auf und denkt sich, oh, hängt kein Schild mehr, hat sich erledigt. Und geht heim. Das wird sein. So. Und schnell ins Bett. Was ist das eigentlich hier? Auch ein Lager. Okay, gut. Wir haben alles abgegeben das letzte Mal. So. Das ist wahrscheinlich, wenn wir nachher festgenommen wegen Narkolepsie, weil wir zu viel schlafen. Heißt, du bist krank, du musst ins Krankenhaus. Aber der Taser ist auch schon assi, ne? Dass er mich direkt umtasert, freeze und bam, habe ich einen drin. Das ist schon nicht so nett. So, also. Ich will wissen, wenn wir jetzt diese Kamera abholen. Oh, es regnet. Das soll wohl gut sein. Ja, was den Ton angeht. Wenn wir jetzt die Kamera abholen, sehen wir dann mehr von den Gewohnheiten, außer von morgens, wo 2 Stunden im Flur sitzt und 3 Stunden unterwegs ist. Oder ist es einfach, ja, ist es einfach die einzige Zeit, die wir feststellen können bei ihm, dass wir den Rest nicht sehen können, was er macht. Die Polizei ist immer noch da. Die Zettel hängen immer noch rum. Das bedeutet, ich mache irgendwas falsch. Ich werde wohl nicht alle Zettel entfernt haben. Vermute ich, aber wir müssen jetzt mit dem Polizisten leben, das können wir nicht ändern. So, er hat mal kurz geguckt, aber eigentlich interessiert er sich gar nicht. Gar nicht für uns. Nö. Auch wenn wir so übers Gebüsch rumpeln. So. Der läuft aber auch genau da lang, hä? Kann aber auch den Spaß verderben, der Kerl. So, er läuft weg. Super. Wir gehen an die Kamera. Ziehen mal raus, was drin steht. So. Jetzt will ich erstmal wissen, was haben wir jetzt an Routinen kennengelernt. Also, Routinen, Notizen. Haus 103. Es gibt keine weiteren Routinen. Ist unbekannt. Obwohl wir es gescannt haben. Also, stürzen wir uns ins Unbekannte. Quasi das Nachbarhaus, ne? Jetzt gehen wir hier rüber. Ich konnte nicht über die Leiter springen, es tut mir leid.
Leiter. Es tut mir leid. So. Einbrecherwerkzeug haben wir nicht. Deswegen müssen wir einfach noch ein Level machen. Dann gehen wir jetzt hier ins Haus rein, klauen das Zeug und verkaufen es bei dem Black Bay, oder wie sie es nennt. Das ist besonders leise, dass die Polizisten es nicht hört. Denn es gab ja echt verschiedene Set-Gegenstände. Verschiedene Weinflaschen. Zwei verschiedene Weinflaschen haben richtig was gebracht. Zum Beispiel ist hier die eine. Die Robert Wine Flasche. Und auch der Kram. Den kann man als Set verkaufen. Ich hätte gerne noch eine Weinflasche. Die fehlt noch. Da ist er. Sehr gut. Toaster. War zusammen mit dem Mixer eine super Sache. Der Mixer. Nee. Geld, ja, okay, 30 nehme ich mit. Natürlich nehme ich 30 mit. Wäre blöd, wenn nicht. Oh, wir sind gleich voll. Aber das macht nichts, dann leveln wir wenigstens, wenn wir jetzt voll sind. In der war auch noch Geld drin, ne? Hier. Ja, 15. Sommer. Als hätte er genug, gell? Und die Vase war auch gut. So, ich glaube, wir sind voll. Die Vase und die andere Vase haben ein Set ergeben. Diese Vasen hier. Jetzt sind wir aber voll. Okay, gucken wir nochmal aufs Gewicht. 14,3 von 15 Kilo. Alles klar. Die Verschuldung macht mir Gedanken. Wir haben echt hohe Schulden. Ich vermute, es hat mit diesem Scheiß da zu tun, den wir am Anfang hatten, wo wir von diesem Typ gewarnt worden sind, dass der jetzt die Kohle von uns will. Ich weiß es aber nicht. So, Brecheisen. Auf damit. Ins Auto rein und nach Hause. Den Scheiß verkaufen, die Punkte einsammeln und hoffentlich leveln. Ja, ist klar. Nee, oder? Ach, bitte. Auto befreien. Danke. Das wäre jetzt ein Hammer gewesen. Also das wäre, hätte ich ja mehr Pech wie Verstand. Also nee. Glück, Pech? Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Hätte ich das irgendwie sowas Komisches, hätte ich jetzt. So, wo ist die Grenze der Stadt? Da ist die Stadtgrenze. Jetzt fahren wir mit der Handbremse um die Ecke. Achtung, Handbremse. Wow. Okay. Und raus aus der Stadt, nach Hause, an den Computer den Scheiß verkaufen. Bin ich gespannt, ob die Set-Gegenstände mehr bringen. Und vor allen Dingen, was für eine Erfahrung kriegen. Also, die Bratpfanne, der Topf, ich bin aufgestiegen. Sehr gut. Man muss einfach sagen, das ist der Prolog. Das ist nicht das fertige Spiel. Das fertige Spiel kommt ja jetzt erst im Mai raus. Ich glaube, am 3. oder am 10. Ich müsste mich nochmal genau angucken. Wo ist dieser Computer, den wir hier benutzen können? Der steht hier, ne? Ja, da ist er. Alles klar. Einmal Computer, bitte. 18.11 Uhr. Und zwar ist das hier. Küche. Bratpfanne und Teekanne. Die haben wir. Das können wir schicken. Artikel fehlt. Und den Wein auch. 150 und 10 Punkte. Können wir auch raushauen. Topf, Toaster, Messerhalter. Habe ich nicht gesehen. Elektronik haben wir nicht. Kopfstatue fehlt noch. Vase haben wir, aber die Kopfstatue haben wir nicht. Elektronik, Scanner, USB-Dings, alles klar. Gut, wir skillen mal. Fähigkeiten. Wir skillen Schlossknacken. Das sollen wir auch machen. Somit könnten wir jetzt theoretisch in das andere Haus einbrechen. Das andere Haus hat Einbruchszeiten. Witzig, ne? Öffnungszeiten. Da kriegt das Wort Öffnungszeiten gleich ein ganz anderes Ding. Das ist hier. Da ist er außerhalb des Hauses. Das heißt, wir treffen uns hier um 6 Uhr. 5 Uhr stehe ich auf, 6 Uhr bin ich wieder vor der Tür, habe ich 3 Stunden Zeit, die Bude auszuräumen. Ich mache mal mein Inventar schon mal leer. Nicht, dass ich dann voll bin. Das wäre saudumm. Alles klar. Und wir schlafen so lang. Das können wir besonders gut. Kann ich übrigens mittags auch wunderbar. Ich
komme nach Hause von der Arbeit, erstmal eine Runde hinlegen, kein Problem. 5 Uhr, um 6 Uhr geht er weg, so machen wir es. Fahren wir schnell hin, gucken, dass der Polizist nicht vor der Tür rumrennt, das ist auch mal scheiße jetzt. Und dann geht's ab. Beenden. So, was mir jetzt noch einfällt, wir müssten eigentlich noch schnell dieses Set kaufen. Dieses Einbruchset, bevor ich diese Scheiße mache hier. 5.11 Uhr, jetzt kriegen wir Stress, ne? Hier, Steel Gear. Einfaches Einbrecherset. Kaufen. Alles klar. Na, das war jetzt wichtig. Und ich muss unbedingt. Oh, die Zeit läuft. Taschenlampe mitnehmen und Brechstange mitnehmen. Ja, die Vase lassen wir da. Aber so müssen wir es machen. Jetzt haben wir es. Kann ich das Einbrecher-Ding? Nee, kann ich nicht. Vielleicht kann ich es nur benutzen nachher am Gerät an sich. Es ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Hier ist ein Toaster, Deko, Tischleuchte, ist alles noch hier drin. Macht nichts. Wir werden hier eh nicht wieder entdeckt. Standard auswählen. Wie Standard auswählen? Ich möchte bitte. Ach Leute, kommt schon. Warum? Öffnet Übungsschloss zu Hause. Echt jetzt? Ah, oh, das war jetzt scheiße. Ja, ich kenne mich aus. Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss einen Einbruch machen. Hau ab. So. Jetzt aber. Okay. Ich weiß es. Ich habe nicht alle Fotos gefunden. Ich muss mehr suchen. Aber das macht nichts. Wir sind auf dem Weg. Wir machen so einen ersten richtigen Bruch. Und dann räumen wir die ganze Bude aus. Aber wir haben nur 3 Stunden Zeit. So. Ist die Polizei weg oder ist der noch da, der Polizist? Die Schilder sind weg. Gott sei Dank sind die Schilder weg. So. Jetzt ist es schon 6 Uhr irgendwas. Der müsste schon lange weg sein, der Kerl. Upsi. Wir gehen trotzdem hinten rum. Was soll das jetzt? Gespeichert. Okay, gut. Die Routine des Mieters kennengelernt. Junge, du bist schon lang weg. Oh, nee. Ab 7 ist er außerhalb des Hauses. Huch. Ja. Noch ist er nicht außerhalb des Hauses. Wir sind noch ein halbes Stündchen zu früh. Dann warten wir noch mal ein halbes Stündchen hier hinten an der Leiter. Der heimlichen Leiter. Wobei, wir können da rüberklettern. Können doch schon mal gucken. Ob wir das Tor, die Türschloss Geschichte knacken können. Ich weiß nicht, ob die Tür gleich aufgeht oder ob das einfach... Er ist verschwunden. Okay, wird weg sein. Klack. Schön aufpassen. Psst, ganz leise sein. Ich will jemanden laufen. Das Lockpicking fühlt sich gut an. Sehr gut fühlt sich das an. Da ist die Statue, die Kopfstatue, da ist sie. Die wollte ich haben. Ich wollte diese Kopfstatue schon die ganze Zeit haben, weil dann können wir die verkaufen. Schubladen von unten nach oben aufmachen. Da. 30. Alles klar. So, hier ist nichts mehr. Womit? Wie lange haben wir Zeit? Weiß ich nicht mehr. Egal, wir sind drin. Nochmal Wein. Komm. Topf. Der Mixer. Da ist er. Der gute Mixer. Nichts drin. Auch nichts drin. Wie assi das sein muss, wenn wir nach Hause kommen. Alles ist offen. Die haben überall rumgewühlt, diese Drecksäcke. Das muss schlimm sein. USB-WLAN-Adapter. Okay. Was mache ich mit dem Perlenspielzeug oder mit dieser Zähldings da? Hier könnte ich mich verstecken. Ein Wecker. Hat der die Warnung... Finde die Notiz mit einem Paketcode 103.
Code 16161. Ich habe Notiz über Ihre Lagereinheit geschickt, Koordinaten und alle Namen und Sachen, die Sie dann gelagert haben. Denken Sie daran, dass Sie eine brutale Mafia ist, Sie können erwischt werden. Wir müssen es richtig planen. Holen Sie das Paket so schnell wie möglich. 16161. Okay. Neuer Code, hat er sich gemerkt? Gut. Was hat er damit zu tun? Warum hat er das hier stehen? Verstehe ich nicht. Ich bin doch irgendwo eingebrochen. Cooles Bild. Gemälde. Nee, das will ich nicht. Gemälde ist mir zu. Das ist zu viel Scheiß. Oh, was ist das? Ein Projektor. Okay. Jetzt hauen wir aber ab. Denn Gier frisst Verstand. Hier liegt noch Geld rum. Guck mal, so ein Ochs hat draußen im Garten das Geld auf dem Gartentisch liegen. Naja, dem gehört's. Also, gehört's nicht an, das ist falsch, aber tut mir leid. Oh, wie geht's denn hier raus? Hehe, ich will raus. Oh, oh. Okay. Unser Lockpick ist gebrochen. Jetzt muss ich hier durch den Garten gehen, oder was? Ich meine, wir kennen uns ja aus, ne? Hier bei uns, bei unseren Nachbarn. Haben wir schon ein paar Mal gewesen. Ah ja, wenn es um die Map übrigens so leuchtet, dann heißt das, dass wir Krach machen. Okay. Also, ich muss sagen, es spielt sich wunderbar sanft. Locker. Ach, da oben sehen wir auch, wenn er wiederkommt. Da außerhalb des Hauses immer noch. Okay, und dann kommt er immer nach Hause. Es spielt sich richtig smooth, muss ich sagen. Auch das Lockpicking und sowas manchmal ein bisschen hakelig und komisch ist. Geile Sache. Wirklich lässt sich gut machen. Wird wohl schwerer werden, ist ja klar im Prolog. Und das erste Haus, was soll man da jetzt groß... was ich gut finde, ist, dass man den Scheiß hier im Auto zwischenlagern kann. Das war ja beim alten Teil auch schon so. Zu viel geht nicht. Maximal 15. Okay. Dinge oder was? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nee, maximal 15 Kilo wohl. Was max 15? Kann ich nichts Kleines noch überschieben? Doch. Okay, also es geht tatsächlich ums Gewicht. Taschenlampe, das können wir immer weglegen. Das wollen wir aber nicht. Die wollen wir behalten. Denn das ist quasi unser Equipment. Das müsste man irgendwie locken können. Das wäre gut, wenn wir sagen können, nein, das wird nicht rübergelegt. Aber ist wohl nicht möglich. Gut, da kommt er wieder heim. Der arme Kerl, der weiß von nichts. Den ganzen Tag gearbeitet. Naja, ganzen Tag, 3 Tage. Geht durch die Tür, ist daheim und jetzt wird er die Polizei anrufen, vermutlich. Ein Mieter bemerkt den Einbruch. Polizei wird alarmiert. Okay. Klar, dass er den Einbruch bemerkt. Ist ja logisch. Denn... Die Polizei kommt hinter uns. Denn es ist ja klar, die haben alle Schubladen offen gelassen. Hätten wir es zugemacht, hätte er es vielleicht auch bemerkt. Na, er ist heimgekommen und hat sich halt eben verarscht gefühlt. In dem Fall nicht mein Problem, nicht unser Problem. Wir sind fein raus aus der Sache. Wir gehen jetzt hier ins Black Bay, verkaufen den Kram. Und ja, ist die Zeit schon fast wieder rum, gell? Also, Erfahrungspunkte, 150 Punkte, eine Stufe gelevelt. Sonderpunkte keine. Diebesrating A. Das heißt, wir waren nicht schlecht. Keine Mission verfügbar. Hell Neighbor checken. Aber ich möchte hier eigentlich das Zeug mitnehmen. Kann ich hier nicht sagen, alles. Alles nehmen. Nee, kann ich nicht. Und die nächste Frage ist, das, was ich hier im Schrank habe, kann ich das auch verkaufen? Das sehen wir jetzt. Ich lege mal alles in den Schrank rein. 999 passt da rein. Und gehe jetzt mal zum Verkaufen. Ich denke, als der Computer steht im Wohnzimmer. Ich weiß nicht warum. So, und guck mal hier, ob wir da auch Sachen verkaufen können. Und zwar Mixer. Toaster, Mixer können wir. Obwohl wir es nicht einstecken haben, können wir es verkaufen. Funktioniert. Messerhalter haben wir vergessen oder nicht gefunden. Auch hier haben wir nicht. Wertsachen haben wir nicht. Und hier Kopfstatue, Vase und Dings. Das ist quasi das, was mir gefehlt hatte. Perfekt. Okay. Hell Neighbor, gucken wir nochmal, zerstöre das Fenster. Zerstöre den Gartenzwerg. Hm. Mit so Zerstörsachen habe ich eigentlich nicht viel zu tun. Ich will klauen, ich will Trickdiebe, Trick-Einbruch machen, aber doch nicht etwas kaputt machen. Platzieren Sie ein verdächtiges Paket im Haus, ohne Spuren zu hinterlassen. 110 bei Edwards. Okay. Gut, also so kann man natürlich jetzt hier dann da Unruhe stiften. Deswegen heißt es auch Hell Neighbor. Um einfach weiterzukommen, bis man dann die nächsten Sachen freischalten kann, die nächsten Missionen freischalten kann, etc.
Da ich momentan ziemlich auf Factorio hängen geblieben bin, werde ich jetzt erstmal Factorio weitermachen. Steuerungstechnisch, spieltechnisch finde ich super smooth. Die Grafik ist gut, ich denke mal sinngemäß oder zielführend. Hab schon Besseres gesehen. Klar, ne? Ganz logisch, habe ich Besseres gesehen, keine Frage. Aber was bringt mir es, wenn es super, super gut aussieht, sich aber scheiße spielt? Oder weil es Anforderungen hat, wie die Sau zum Beispiel an irgendjemanden. Wird hier nicht so sein, läuft echt butterweich. Ja, so. Ansonsten, was den Ausbau angeht, dass man noch sich verbessert, andere Techniken, andere Tools, andere Fähigkeiten ausbaut, das wird mit Sicherheit sich noch um einiges vergrößern. Denn ich sag mal, das kann ja theoretisch nicht alles sein. Ne? Wenn wir jetzt hier Stufe 4 skillen würden, Schloss knacken, dann haben wir hier Wahrnehmung und Beweglichkeit. Ja, und dann ist Schluss oder was? Kann ja eigentlich nicht sein. Was das hier ist, weiß ich nicht. Wie ich da hinkomme, weiß ich auch nicht. Ich müsste diesen Baum hier skillen, sehr wahrscheinlich Sonderpunkte. Aber ich würde gerne lesen, was da steht. Das würde mir schon reichen, wenn ich wüsste, hey, das ist leiser sein, das ist besser laufen. Was ist das? Mehr Geld finden oder so? Würde mich interessieren. Ansonsten, mit der Verschuldung, das ist ziemlich hart, weil wenn ich überlege, dass ich 500.000 zurückzahlen muss und habe 603 jetzt erarbeitet. Gut, wir müssen mal eben wertvollere Dinge klauen. Ja, vielleicht gucken wir einfach nochmal zum Ende der Folge in ein Haus rein. Oder in eine schwere Mission, so sag ich mal. Ob wir da irgendwie reinkommen, ohne dass wir jetzt da skillen müssen. Weil das ist ein bisschen nervig momentan, dass ich jetzt nur da reinkomme, weil ich dann Schlösser knacken lerne. Und ich kann nur das machen, weil ich das und das lerne. Ich würde lieber einfach Freigeist, wie ich bin. Ist das falsch? Darf ich nicht Freigeist sein? Ich überlege gerade. Egal. So wie ich bin, würde ich gerne einfach frei entscheiden, wo ich einbreche und was ich mache. Und das kann natürlich sein, dass sich das massiv verändert im freien Spiel und nicht im Prolog. Aber dazu kann ich halt einfach nichts sagen, weil Paketschließfach Verwendung. 16161. Da ist es. Auch geil gemacht. Also. So, jetzt gehe ich mal dran. Gut gemacht. Schicken wir das Paket über Black Bay. Es gibt Dinge darin, die die Mafia glücklich machen werden. Also, werde dich. Ich weiß nicht, was man arbeiten muss, aber damals. Das ist der einzige Weg, wie du hier lebendig rauskommst. Du musst etwas Vertrauen haben. Also, hol dir das Paket so schnell wie möglich. Welches Paket? Ich soll das Paket holen. Habe ich doch gemacht. So, sollen wir zurückschicken. Aber ich will jetzt nicht das Paket zurückschicken. Ich will jetzt irgendwo einbrechen, verdammt. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Was gibt es für Häuser? Der lokale Schrottplatz. Hier, empfohlenes Niveau 5. Edwards ist die 110. Da gehen wir jetzt hin. 110. Karte. Map mal ein bisschen kleiner machen. 110 hier geradeaus und dann links rum. Wir gehen jetzt zum Edwards. Und räumen die Bude aus. Bin gespannt. Das ist das Haus. Und ich steig mal aus. Oh, das ist sogar ein Rhyme. Und die Leute werden doch wohl keinen Verdacht schöpfen, wenn sie mich sehen, oder? Also wenn ich jetzt auf den Zulauf... Oh, Taschendiebstahl. Okay, deine Figur ist ein bisschen verbaut, mein Freund. Er ist eben aufgestanden. Er ist aufgestanden. Er steht wieder. Er sitzt wieder. Der ist ziemlich klein, gell? Guck mal dahin. Also, die Maße sind noch nicht so ganz da. Das merke ich auch, dass viele Dinge mir riesig erscheinen. Unüberwindbar quasi. Zum Beispiel Sitzbank. Und das ist auch so eine Sache. Ja, ich weiß, ich sollte vielleicht unauffälliger parken, aber... wo geht mein Diebesgut hin? Na gut. Okay. Gehen wir mal außen rum. Gucken wir bei der 110 rein. Jetzt sind wir gerade auf 110. Ist das eine Falle? Ist das vielleicht ein Polizeihaus? Keiner da. Einfaches Diebeswerkzeug. Ich habe keins. Glasschneider, Schlossknacken, Stufe 2. Also wir kommen nicht rein in dieses Haus, wenn wir nicht Schlossknacken. Ich bräuchte jetzt das Einbrecherwerkzeug. Dann würde ich hier theoretisch rein können.
Okay. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen noch störend, dass man so geführt wird, aber es geht wohl darum, dass man das einfach lernen muss. Ja, ich suche mein Auto. Hey, wo ist mein Auto? Ah, da hat die Dame dem roten Flitzer mein Auto stehen lassen. Und ich werde auf jeden Fall den Titel beobachten, auch wenn er im Full Release ist oder im Early Access, je nachdem, wie er rauskommt, um mal zu sehen, wie er sich einfach verhält und was man noch machen kann. Ja, ein paar Videos angucken und dann würde ich entscheiden, ob ich mir das Spiel als Vollversion kaufe oder nicht. Mal sehen. Der erste Teil war halt eben ziemlicher Brüller, ganz klar. Aber wenn sich da eben wenig verändert zum ersten Teil, dann weiß ich nicht, ob ich es unbedingt jetzt machen würde. Ja, okay. In diesem Sinne, ab ins Versteck. Und wir sehen uns bei anderen Folgen, Videos und Dingen auf meinem Kanal. Danke, macht's gut. Ciao, ciao.